Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Pippi! Oh, hey, hey, hey! Wow, schaut mal, wo wir gerade sind. Wir sind in einem Park. Und der Park ist bekannt für seine Kürbisse. Ja, ich brauche eure Hilfe, um Kürbisse zu finden. Genau, ich finde, wir sollten 4 Kürbisse finden. Apropos Kürbisse, schaut mal die hier an. Wow, zählen wir sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Kürbisse. Oh, und habt ihr das bemerkt? Diese Kürbisse haben Gesichter eingeschnitzt. Wow, sie sind so festlich. Na, die Kürbisse, die du und ich im Park finden werden, werden keine Gesichter haben. Aber sobald wir 4 Kürbisse haben, können wir sie vielleicht hier mit Gesichtern bemalen. Haha, los geht's! Hohoho, guckt mal, der Park hat einen Spielplatz. Oh, ich liebe Spielplätze, weil man da so gut Sport machen kann. Ja, wuhu! Alles klar, lasst uns spielen. Und vielleicht gibt es hier auch Kürbisse. Wow, es gibt eine Schaukel. Es gibt hier eine Kletterwand. Wow, Kletterwände machen viel Spaß. An der Wand sind Halterungen, an denen man hochklettert und so Sport macht. Wow, hui! Schaut mal, wie hoch ich auf der Kletterwand bin. Wow, ich werde echt müde. Ich kletter besser runter. Wow, hier ist eine Bank. Wow, ich bin echt erschöpft. Manchmal werde ich nach Sport oder Spiel echt müde. Es ist eine gute Gelegenheit, sich hinzusetzen, tief durchzuatmen und dann kann man weiterspielen auf der Schaukel. Wow, jetzt geht's los. Wow, whee. Ja, jetzt schaukel ich. Wuhu! Wart ihr schon mal auf einer Schaukel? Wow, wow, seht ihr das? Wartet mal. Guckt mal, wir haben unseren ersten Kürbis gefunden. Oh, gut gemacht. Okay, ich glaube, wir sollten ihn zurück zum Tisch bringen, ihn ablegen, ja, und dann versuchen, mehr zu finden. Genau. Wow. Wow. Ich tue so, als wäre der Boden Lava. Wow. Nicht den Boden berühren. Ich benutze mein Gleichgewicht, damit ich nicht falle. Wow. 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 Ja, geschafft. Gut gemacht. Okay, ich bin sicher, hier irgendwo muss noch ein Kürbis sein. Wo bist du, Kürbis? Oh, guckt mal hier. Das ist eine gelbe Rutsche. Und es gibt 2 Seiten zum Rutschen. Aber die rutsche ich jetzt nicht runter, weil ich da hinten, glaube ich, eine große gelbe Rutsche gesehen habe. Alles klar. Kürbis! Wo bist du? Seht ihr irgendwo den Kürbis? Nope, nicht hier oben. Ich komme jetzt runter und gucke, ob wir einen Kürbis finden. Große gelbe Rutsche, ich komme! Whee! Haha! Wow! Oh! Seht ihr das? Genau! Wir haben noch einen Kürbis gefunden! Gut gemacht! Der erste Kürbis war sehr groß! Dieser Kürbis ist klein! So süß! Okay, ich werde diesen Kürbis auf den Tisch legen, sodass wir noch mehr Kürbisse finden können! Ja! Wow, wow, wow!
Wartet mal. Habt ihr einen Kürbis gesehen, während ich meine extrem coolen Tanzmoves gemacht hab? Ja! Er ist gleich da vorn. Wow! Wir haben noch einen Kürbis. Gut gemacht. Alles klar. So, wir haben einen großen Kürbis, einen kleinen Kürbis und diesen Kürbis. Noch ein großer Kürbis. Also, haben wir 1, 2, 3 Kürbisse. Wir brauchen nur noch einen. Oh, gut gemacht. Bis jetzt haben wir 3 Kürbisse. Ja, aber eigentlich brauchen wir 4 Kürbisse. Hey, ich habe ein Spiel. Wie wär's, wenn wir weiter den Park erkunden gehen und gucken, ob wir noch einen Kürbis finden? Ja! Okay, ich brauche eure Hilfe. Sobald ihr den Kürbis sieht, müsst ihr sagen, Kürbis! Genau, sagt einfach Kürbis! Alles klar. Okay, seht ihr ihn irgendwo? Ich sehe ihn nicht. Wisst ihr, welches Wort ihr sagen müsst? Genau! Kürbis! Alles klar. Mal sehen. Wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Das ist schwer. Seht ihr ihn? Was war das? Habt ihr das Wort Kröte gesagt? Ihr sollt aber nicht Kröte sagen, ihr sollt Kürbis sagen. Was? Ihr habt Kürbis gesagt? Wo? Oh, da hinten. Ja, ja. Ihr habt den letzten Kürbis gefunden. Gut gemacht. In Ordnung, wir haben also jetzt alle 4 Kürbisse gefunden. Okay, so, jetzt können wir zurückgehen und Gesichter auf die Kürbisse malen. Ich freue mich so. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Wir haben 4 Kürbisse. 1, 2, 3, 4. 4 Kürbisse. 2 große Kürbisse und 2 kleine Kürbisse. Wow, hat das nicht Spaß gemacht, den Park zu erkunden und Kürbisse zu suchen? Ja, ich liebe Kürbisse und Halloween. Es ist so eine lustige Zeit. Man kann sich verkleiden, auf Süßigkeitenjagd gehen und mit Kürbissen dekoriert man leicht sein Haus. Genau, das ist, was wir jetzt machen. Wir werden Gesichter draufmalen und sie auf eine Veranda legen. Das wird so lustig. Jedes Gesicht wird einen anderen Ausdruck haben. Aber hey, habt ihr jemals Kürbiskerne gegessen? Ja, man kann Kürbisse aufschneiden. Und dann sind Kerne drin. Ja, man kann sie essen. Ich liebe sie zu braten und stecke sie mir dann in den Mund und mache... Lecker! Und Kürbiskuchen. Der schmeckt echt lecker. Alles klar, lasst uns dekorieren. So, das erste Kürbisgesicht, das wir malen, wird ein glückliches Gesicht. Das klingt nach viel Spaß. Zuerst werde ich die Augen malen. Das ist ein Auge? Perfekt. Das Auge sieht super aus. Hier ist noch ein Auge? Genau. Dieser Kürbis hat 2 Augen. Genau so. Sieht super aus. Alles klar. Ja, jetzt malen wir ein Lächeln. Genau. Wow, so sieht ein glücklicher Kürbis aus, nicht wahr? Wow. Haha, seid ihr heute glücklich? Weil ich schon. Genau, das hat echt Spaß gemacht, die Kürbisse mit euch zu suchen. Ja, jetzt geht's los. Wie sieht das aus? Genau, wie ein glücklicher Kürbis. Ah, haha, alles klar. Das ist ein toller Kürbis. Alles klar. Na gut, so, machen wir noch einen Kürbis. Was ist das Gegenteil von glücklich? Traurig. Machen wir einen traurigen Kürbis. Okay, der braucht wieder 2 Augen. Okay. Na bitte, hier ist ein Auge. Und noch ein Auge.
Perfekt. So, beim ersten war der Mund so wie ein U. Aber jetzt für das traurige Gesicht macht man das Gegenteil. Genau, der sieht traurig aus. Na bitte, wie sieht das aus? Sieht das aus wie ein trauriger Kürbis? Ja, tut es. Ich frag mich, was mit dem Kürbis los ist. Vielleicht hatte der Kürbis einen schlechten Tag. Vielleicht geben wir ihm, um ihn aufzuheitern, ein paar Haare. Hier, bitte. Oh, das hat ihn auch nicht aufgeheitert. Er ist immer noch ein trauriger Kürbis. Das ist aber in Ordnung. Jetzt haben wir einen glücklichen Kürbis und einen traurigen Kürbis. Alles klar, noch ein großer Kürbis. Ich hab's. Noch ein Wort, das auch zwei Silben hat, aber es ist ein anderer Gesichtsausdruck. Ich bin so wütend. Ja, nehmen wir wütend. Alles klar, dafür malen wir am besten Dreiecksaugen. Perfekt. Schön spitze Augen. Genau so. Das ist ein Dreieck. Und noch ein Dreieck. Perfekt. Ja. Alles klar. Das sieht schon echt gut aus. Okay. Und dann machen wir einen traurigen. Nein, eigentlich nicht traurig, eher ein Gesicht. Genau so, weil er sehr wütend ist. Ja, und dann können wir noch Augenbrauen malen. Die zeigen nach unten, genau so. Dieser Kürbis ist echt wütend. Ja, wir können sogar ein paar Zähne malen. Ja, das ist ein wütender Kürbis. Jetzt haben wir einen glücklichen Kürbis, einen traurigen Kürbis, einen wütenden Kürbis. Und als nächstes überraschten Kürbis. Okay, cool. Machen wir runde Augen. Ja, das sieht aus wie ein Kreis. Das sieht aus wie ein Kreis. Perfekt. Und dann malen wir die Augenbrauen dort. Und dann malen wir ein O als Mund. Machen wir es so. Sieht das aus wie ein überraschter Kürbis? Ja, wie ein verängstigter oder überraschter Kürbis. Wow, gut gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht, mit euch die Kürbisse zu dekorieren. Gehen wir nochmal die vier Kürbisse durch. So, wir haben einen glücklichen Kürbis. Einen traurigen Kürbis. Wir haben einen wütenden Kürbis. Und wir haben einen überraschten Kürbis. Oder verängstigt. Wow, gut gemacht. Okay, lasst uns die Kürbisse nehmen und auf die Veranda stellen. Ich weiß, all die Süßigkeitenjäger werden sie lieben. Alles klar. Hey, wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur meinen Namen suchen. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Alles klar, bis ganz bald. Tschüss. Hey, ich bin's, Blippi. Und heute sind wir bei Amys Spielplatz in South Pasadena, California. Und ich freue mich so, denn ich werde aufstehen und meinen Körper bewegen und ein paar Übungen und Sport machen. Los geht's. Wow, es ist so toll hier. Und ich freue mich so, mich zu bewegen. Los geht's. Wow, seht mal, ein Gitter.
Wir müssen unsere Schuhe ausziehen, um reinzugehen. So, hier ein Schuh, zwei Schuhe. Ich liebe draußen meine Schuhe zu tragen, wenn ich spiele. Aber heute ziehe ich sie aus, weil ich drinnen spiele. Jetzt geht's los. Wow. Kommt rein. Hier gibt es so viel zu tun. Aber als erstes werde ich herumrennen, weil es sehr wichtig ist, sich erstmal aufzuwärmen. Wow! Hey, wenn ihr zu Hause seid und ein bisschen Platz zum Rennen habt, könnt ihr auch herumrennen. Los geht's! Diesmal verwende ich nur ein bisschen Platz. Bereit? Wow! Gut gemacht! Wow! Es fühlt sich doch gut an, wenn das Herz schnell schlägt, oder? Ich bin erschöpft. Alles klar. Zeit zu spielen! Wow! Schaut mal her! Ich hüpfe! Wow! Okay, kommt, wir strecken uns zusammen. Alles klar? Gehen wir hier rüber. Und zu Hause, jetzt wo wir vom Rennen und Hüpfen aufgewärmt sind, können wir uns strecken. Oh, yep. Fühlt ihr, wie sich eure Beine strecken und eure Muskeln spannen? Da kann man sie ausstrecken. Das fühlt sich gut an meinen Beinen an. Okay, jetzt mein Rücken. Genau! Macht ihr... Wow, ihr macht das genauso. Sehr gut. Wuhu! Okay, jetzt können wir weiterspielen. Wuhu! Wow! Jetzt geht's los! Wow! Jetzt komm ich! Wow! Wow! Hey, als ich da hinten war, habe ich was Tolles gesehen. Kommt mit! Es ist ein großer, offener Bereich, in dem wir zusammen ein paar Liegestützen machen können. Macht ihr ein paar Liegestützen mit mir? Okay, so macht man eine Liegestütze. Erst geht man auf die Knie. Und dann drücken wir uns vom Boden ab mit unseren Händen und Armen. Und das hilft uns, Muskeln aufzubauen. Bereit? Habt ihr das gemacht? Ja, gut gemacht. Und jetzt machen wir es nochmal. Wir stützen uns nicht auf den Knien ab. Okay, bereit? So, stützt euch mit den Zehen ab. Wow, genau. Wow. Haha, gut gemacht. Macht ihr auch gerne Sport? Haha, es macht so viel Spaß und fühlt sich so gut an und... schenkt uns ein sehr langes, glückliches Leben. Wuhu! Wuhu! Whee! Hey, seht ihr, was ich mache? Genau, ich tanze gerade. Wupp, 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 wupp. Haha. Tanzen ist noch eine tolle Art, Sport zu machen. Mögt ihr gern tanzen? Oh, hört ihr die Musik? Die ist schön langsam. Tanzt ihr mit mir? Wow, die Musik ist gerade viel schneller geworden. Woohoo! Ja, ihr tanzt gut. Woohoo! Wow, okay, jetzt wo ich mit Tanzen fertig bin, sehe ich was richtig Cooles. Kommt mal hier rüber. Da ist eine Rutsche in eine Hüpfburg und in Hüpfburgen hüpft man. Wollt ihr mit mir hüpfen? Okay, schalten wir sie an. Wenn sie aufgeblasen ist, können wir hüpfen. Los geht's!
Yeah! Haha! Jetzt können wir reingehen und hüpfen! Wuhu! Genau so! Haha! Wenn ich drinnen bin und hüpfe, würdet ihr mit mir hüpfen? Ja! Okay, jetzt geht's los! Wow! Genauso wie ein Frosch! Quak, 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 quak. Welche Tiere hüpfen noch? Fällt euch was ein? Kängurus! Ich liebe es, Känguru zu spielen. Okay, jetzt geht's los. Wow! Wow! Es gibt so viele Frösche, Antilopen, Kängurus. Schaut sie euch an! Hey! Wow! Das nennt man Ausfallschritte. Seht ihr? Man stellt sein vorderes Bein hier hin. Probiert es mal aus. Und dann beugt man sein hinteres Bein. Und dann bringt man das Knie bis zum Boden runter. Und dann stellt man sein hinteres Bein so nach vorne. Haha! Wir haben gerade einen Ausfallschritt gemacht. 2, 3, 4, 5. Fühlt ihr das in euren Beinen brennen? Kommt, wir nehmen diese Feuerwehrautos und machen damit Ausfallschritte. 1, 2, 3, 4, 5. Ich liebe Ausfallschritte. Ich liebe Tanzen und ich liebe es, mit euch zu lernen. Wow. Wisst ihr, was ich noch liebe? Ich liebe Krabbeln. Ja, jetzt geht's los. Krabbeln ist eine andere Form von Sport und Bewegung. Wow. 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 Ich komme. Könnt ihr mich sehen? Wow. Wow! Hey, ich krabbel wie ein Bär. Wow! Welche Tiere krabbeln noch? Ja, ganz viele tun das. Zum Beispiel Ameisenbären. Haha! Wisst ihr, was die essen? Ameisen. Wie lustig. Hup, hup. Hey, wolltet ihr schon mal etwas vom Boden aufheben, aber ihr seid einfach nicht rangekommen? Oh, oh. Hey, ich weiß, wir könnten zusammen eine Kniebeuge machen. Woohoo! Da beugt man seine Beine, hält seinen Rücken gerade und dann kann man sich runterbeugen und etwas greifen. Mal sehen. Ich stelle das mal hier hin und mache eine Kniebeuge. Los geht's! Genau! Gut gemacht! Jetzt könnt ihr sie als Sport machen, ohne überhaupt was in den Händen zu haben. Hier, so! Genau! Macht ihr mir nach? Okay, kommt, wir machen 10 zusammen. Okay, wir sind bei 0. Jetzt, wo ihr wisst, wie man Kniebeugen macht. Bereit? Das wird brennen. Jetzt geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Tun eure Beine weh? Ja! Gut gemacht! Kommt, wir spielen weiter! Wow! Es hat so viel Spaß gemacht, hier zu spielen! Auf Amys Spielplatz in South Pasadena, California!
Und es war so schön, etwas über Bewegung und Sport zu lernen. Wuhu! Ja, wuhu! Ja, wir sind jetzt so stark. Gut gemacht. So, das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur meinen Namen suchen. Buchstabiert ihr ihn mit mir? Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht. Na dann, bis bald. Tschüss.